oder besser gesagt, guten Mittag. Heute ist Mittwoch und ich bin heute unten geblieben mit dem Zwerg, weil gestern ja nichts mit Skifahren war. Heute ist das Wetter schon ein bisschen besser. Zumindest oben auf dem Berg. Hier unten ist immer noch Nebel, Nebel und nochmals Nebel. Und ich esse gerade Mittag oder ich habe es mir zumindest schon hingestellt. Und bei mir gibt es hier Roggenknäckebrot, diese Thin Crisps. Dazu gibt es dann noch Philadelphia und noch übrig gebliebene Hummus. Dann ein Innocent Super Smoothie. Die schmecken ganz gut. Den grünen hatte ich letztens schon mal probiert. Der ist jetzt hier mit Erdbeere, Kirsche und Guarana und Leinsamen. Und zum Nachtisch gibt es Maynards Wine Gums. Und den habe ich gestern dann doch nicht gegessen. Den Twirl von Cadbury. Ja. Und nebenbei bearbeite ich das Video zum ersten Teil. Wenn die Kleine dann aufwacht, dann werden wir erstmal Mittag essen. Also sie wird dann erstmal Mittag essen. Und dann werden wir eine Runde spazieren gehen. Wir müssen noch ein bisschen was einkaufen. Und ich bin hier in dem Dorf auf der Suche nach einer Drogerie. Sowas ähnliches wie DM oder Rossmann. Mal sehen, ob die hier sowas haben. Guckt euch das mal an. Leider hängt der Wolkenteppich ziemlich niedrig. Aber ist es nicht eine wunderschöne Landschaft? Herrlich. So, wir suchen jetzt mal weiter die Drogerie. Unsere Suche war übrigens absolut erfolglos. Hier in diesem kleinen Ort gibt es nirgendwo eine Drogerie. Und wir wollen jetzt schnell noch einkaufen. Das, was wir in den Kinderwagen kriegen. Und jetzt gehen wir zurück und treffen die anderen noch beim Après-Ski. Mal sehen, ob ich da noch ein bisschen was filme. Heute geht's endlich wieder Skifahren. Heute ist Donnerstag und oben sieht das Wetter richtig schön aus. Man kann nicht wirklich hochgucken. Aber oben die Kameras zeigen, dass oben auf dem Berg richtig schöner Sonnenschein ist und klare Sicht. Und ja, deswegen gehen wir heute wieder auf den Berg und ich freue mich. Ich werde jetzt hier das hier noch ganz schnell etwas aufhübschen und dann geht's auch schon los. Wir sehen uns, bis dann. Dort sind wir gerade hoch. Are you listening? Damn. Yeah.
ich bin wieder auf dem Weg nach unten, denn mein Skitag ist heute vorbei. Seht ihr den Wolkenteppich, der hier in den Bergen hängt? Das ist doch der Wahnsinn. Ich glaube, wir können das sehen, die Scheiben sind etwas zerkratzt. Wartet mal. Nee, das wird nicht besser. Hier seht ihr nochmal, da oben war ich gerade, da oben. Und jetzt fahren wir runter in den Nebel. Mal sehen, ob heute noch viel passiert. Hier, Nebel, Nebel, Nebel. Das war nicht so ein schönes Fahren. Aber naja, vielleicht haben wir Glück und morgen wird es besser. Wir sind endlich wieder zu Hause angekommen. Es ist jetzt 3:30. Wir waren hier zu Hause 2:30. Ich habe jetzt schon alle Koffer ausgepackt. Die erste Wäsche haben wir schon angesetzt. Sonst passiert heute nicht mehr viel. Wir werden dann noch Essen bestellen. Martin ist gerade noch einkaufen, damit wir was haben für morgen. Morgen ist ja Sonntag. Und dann noch so für die kommende Woche. Kind schläft. Chatbot. Und eine Sache machen wir noch zusammen. Und zwar habe ich Magnete geholt. Nummer 1. Das ist der Ort, wo wir Skifahren gehen. Und das ist jetzt der von Salzburg. Den hier hat der Martin ausgesucht und den habe ich ausgesucht. Und das bringt uns zum Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich riesig, riesig, riesig über den Daumen nach oben freuen. Und bitte, bitte, bitte abonniert meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Wenn ich euch nicht langweile. Ich überlege, ob ich vielleicht immer mal hier und da einen Weekly Vlog einschiebe, weil das Vloggen so an sich macht mir relativ viel Spaß. Es ist halt bloß die Frage, ob in meinem Leben genug interessante Sachen passieren, die es sich auch lohnt anzuschauen. Ansonsten, wie schon gesagt, bedanke ich mich riesig fürs Zusehen. Ich verlinke euch hier am Ende und hier oben, seht ihr bei dem i, nochmal den ersten Teil von diesem Vlog. Da wünsche ich euch viel Spaß beim Anschauen. Lasst da ebenfalls einen Daumen da. Und wir sehen uns dann nächste Woche bei einem neuen Video, was wahrscheinlich eher mehr beautymäßig sein wird. Tschüss!